Alljährlich lädt der Via Julia Augusta Konzertsommer rund um Kötschach-Mauten zu musikalischen Hochgenüssen ein. Das Motto des Via Julia Augusta Konzertsommers 2018 war Schatten und Licht. Und das war gedacht als ein Appell gegen das Schwarz-Weiß-Sehen, weil in Wirklichkeit das Wichtige, das Wesentliche sind die Nuancen, die Schattierungen, die Zwischentöne. Was im Schatten gedeiht, ist nicht notwendigerweise schlechter als das, was im Licht steht. Und das zu thematisieren war das Anliegen. Und die Musik bringt ja auf wunderbare Weise auch die Licht und Schatten, die hellen und dunklen Seiten der Seele zum Ausdruck. Und das war das Thema dieses Konzertsommers. Eröffnet wurde der Konzertsommer mit der Mozart-Oper Die Hochzeit des Figaro, einer Aufführung der Kunstvolkshochschule Wien im Festsaal Kötschach-Mauten. Zum ersten Mal gab es an der Via Julia Augusta eine Oper, eine richtige Oper, allerdings sehr originell gemacht im Taschenformat, wo ein großartiger, brillanter Pianist Anton Neider den Part des gesamten Orchesters übernommen hat. Und die Darbietung der Schauspielerinnen und Sängerinnen war einfach vergnüglich, bunt und eine große Freude für das Publikum. In Deutschland wird jedes Jahr ein Instrument des Jahres gewählt und heuer war das Cello. Und so kam es, dass wir auch heuer etliche wunderbare Cellistinnen und Cellisten ins Programm genommen haben. Unter anderem in Obertrauburg extra Cello. Diese großartigen Cello-Damen, die schon einmal an der Via Julia Augusta konzertiert haben und sie sind heuer gekommen mit Charlie Razza, mit dem legendären Gitarristen und haben auf der Burgruine in Obertrauburg ein großartiges Konzert gespielt. Wir sind vier Cellistinnen. Unser Ensemble heißt Extra Cello und wir spielen von Barock bis Jazz alles. Wir spielen ja heute mit dem legendären Karl Razza zusammen, dem Jazz-Gitarristen und dem Peter Herbert und eben wir vier. Und das ist eine sehr interessante Mischung. Also ich denke, für uns alle kommen da schon verschiedenste Welten zusammen. Und ja, es ist schwer zu beschreiben. Man wird sehen. Es ist jazzig und... Es ist für uns auch spannend. Ja, auf jeden Fall. Weil wir sind die Klassiker, das sind die Jazzer. Ja. Mal schauen, ob es aufgeht. Ich bin geladen von den Damen, mit ihnen zu arbeiten. Und das ist wie der Vorruf zum Himmel. Wir sind natürlich sehr geehrt, dass er mit uns arbeitet, ja. Kann man das mal so rum
sagen. Ja, es wird spannend und es ist ein grenzüberschreitendes Projekt, wo zwei Welten sehr schön zueinander kommen. Ich bin total aufgeregt, weil da sind jetzt 6 Seiten Musiker der Extraklasse, der hier bei uns. Das ist super. Ich freue mich total und ich fühle mich total geehrt, dass Extra Cello mit Karl Ratzer zu uns gekommen ist. Schatten und Licht als Motto heuer. Hat eure Musik auch ein bisschen Schatten und Licht? Ja, das wird der Karl dann auch ausführen, weil er ja gesagt hat, sein ganzes Leben ist Schatten und Licht. Und meins schon auch. Also Licht ist nicht immer nur, es schaut nur so aus. Wirklich die besten Seiten Österreichs miteinander im Konzert versammelt in der romantischen Stimmung der Burgruine Hohenburg in Obertrauburg. Für die Marktgemeinde Obertrauburg stellen die Konzerte des Via Julia Augusta Konzertsommers ein jährliches Highlight dar. Ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzertkalenders. Insbesondere sind wir froh, dass es da herum auf unserer Ruine Hohenburg stattfindet, das Wahrzeichen der Marktgemeinde Obertrauburg, und findet dadurch auch eine entsprechende Belebung statt, und diese qualitätsvollen Konzerte brauchen wir natürlich auch gerne an. Yeah.
Das Trio Fotogramma aus Italien spielte Filmmusik zu ausgewählten italienischen Meisterwerken. Schatten und Licht, da drängt sich das Thema Lichtspiele und Kino auf. Ich habe Enrico Guerzoni, einen Cellisten, der der Via Julia Wuster schon seit langem verbunden ist, eingeladen und er ist diesmal gekommen mit der Formation Trio Fotogramma. Es gab ein Konzert, wo italienische Musiker italienische klassische Filmszenen ausgewählt haben, aus Oscar-gekrönten Filmen, sowohl was die Filme, die Regie betrifft, als auch die Filmmusik. Und die waren auf der Leinwand zu sehen, während die Musiker live dazu die Originalfilmmusik gespielt haben. Traditionell sind mittlerweile auch schon die Sommerkonzerte im Landeskrankenhaus Laas. Diesmal gab es Klezmermusik von der Gruppe Balawatsch. Für das traditionelle Konzert auf der Panoramaterrasse des Landeskrankenhaus Laas habe ich heuer Klezmer ausgesucht und da kam das Wiener Ensemble Balawatsch und hat hier ein sehr schönes, stimmiges Konzert gegeben mit traditionellen jiddischen Liedern und Instrumentalstücken. Klezmer ist ja Feiermusik. Das war die Musik, die die Musiker im 18., 19. Jahrhundert gespielt haben, wenn sie von Fest zu Fest oder von Hochzeit zu Hochzeit gezogen haben. Und das ist eben eine teils feierliche, aber schon auch etwas melancholische Musik. Die Überraschung des Konzerts im LKH Laas war, dass das Publikum der Aufforderung von Eva Pankratz gefolgt ist zum Tanz. Und so wurden während des Konzerts auch ein paar jüdische Tänze, Kreistänze getanzt und das hat großen Spaß gemacht. Erstklassige Musikerinnen und Musiker
Sängerinnen und Sänger haben im Via Julia Augusta Konzertsommer 2018 das breite Spektrum zwischen hell und dunkel in den Gefühls- und Klangwelten ausgeleuchtet. Gerade auch in der Oper und in der Filmmusik kommen die Licht- und Schattenseiten der menschlichen Seele besonders deutlich zum Ausdruck. Licht und Schatten, das war der Via Julia Augusta Konzertsommer 2018.